Hallo, liebes Publikum. Momentan geht es mir leider nicht so gut. Ich bin manisch bis hypomanisch. Bei der Schizoaffektion kann das sein, dass es auch ein bisschen in die Psychose reingeht. Musste meine Medikamente schon höher setzen und ja. Aber heute habe ich mir mal etwas gegönnt. Hier in Lippstadt habe ich noch keinen guten Zigarrenladen entdeckt, aber ich habe einen Zigarrenladen entdeckt. Jetzt gucken wir uns das Ding mal an. 9 Euro habe ich jetzt dafür bezahlt. Ich rauche gerne Zigarren, manche wissen das. So, jetzt haben wir es hier. Riecht doch gut. Ja, Leckerchen. So. Moment, was fehlt? Ein Aschenbecher fehlt. So. So. Hier ist ein kleines, der ist eigentlich infiziert. Ah, ja. Zigarrenverkostung. Ja, bevor ich jetzt die Zigarre anzünde, sage ich ein paar Sachen über die Schizoaffektion. Was ist Schizoaffektion? Man kann sich Schizoaffektion aus einer Mischung zwischen Schizophrenie und Bipolarität vorstellen. Also das heißt, man hat die schlimmsten Aspekte beider Erkrankungen. Bei der Bipolarität, also manisch-depressiv, ist es so, dass man Höhen und Tiefen erfährt, aber nicht dabei wahnsinnig wird. Bei der Schizoaffektion ist es so, dass man Höhen und Tiefen erfährt und während den Höhen wahnsinnig wird. Ja, so ist das. So, ihr Lieben, dann wollen wir mal. Okay. Mmh, lecker. Mmh. Ja. Ah, ein bisschen hart. Aber lecker. Mmh. Was ist das? Mmh, die brennen noch nicht richtig. Oh, die brennen noch nicht richtig. Normalerweise nimmt man für so ein Zigarrenfeuerzeug, aber ich habe leider gar nicht ganz zur Hand. Ein Zigarrenfeuerzeug ist so etwas wie ein kleiner Bunsenbrenner, ne? Also ein Mini-Format. Mhm. Und das ist jetzt hier, mal gucken, was das ist. Ein Willinger ist das, ja gut, okay. Das haben die genau, weiß ich nicht. Ich habe mir die im Zigarrengeschäft auch anschneiden lassen hier, ne? Mhm. Ich rauche gerne Zigarren. Ja. Ob kubanische oder hier Dirt Torpedo oder was auch immer, ne? Ich rauche gerne. Aber ich muss gesundheitlich bedingt, denke ich, dass ich das mal dran geben muss, aber bis dahin kann ich es genießen. Über die Jahre habe ich halt die eine oder andere Erfahrung gesammelt und mit dem Rauchen, das bin ich nie losgeworden. Es gibt da wirklich Studien, dass psychisch Kranke, gerade Psychotiker, viel rauchen. Ich weiß nicht, das liegt am Nikotin. Das interagiert irgendwie mit den Medikamenten. Nun gut, liebes Publikum. Ich hoffe, ich habe euch eine kleine Freude gemacht. Bis die Tage. Tschüss.